Hallo, grüß Gott. Hallo, grüß Gott. So, ich bin die Hermine Eller, ich habe den Hafer bestellt, die Hafergrütze. Ja, genau. Hermine aus Scheidegg im Allgäu kocht heute ein Gericht aus ihrer Jugend. Super. Diesmal wird mir alles so 5 Kilo lange. Und na, das ist auch gleich Zahl. Ja. Die Hauptzutat für ihren Brenter, besonders grob geschroteter Hafer. Wir haben da eine größere Gesellschaft haben und die erste dann alle. Dann bitte anrufen. Ja, das tue ich. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank und ciao. Ja, servus. Als Brenterköchin ist Hermine im ganzen Westallgäu bekannt. Mit den traditionellen Gerichten ihrer Heimat hat es eine besondere Bewandtnis. Denn die Rezepte hat sie als Kind von ihrer Mutter gelernt. Ich durfte auch immer dabei sein in der Küche, musste auch dabei sein, weil Mädchen damals mussten in der Küche arbeiten. Und man lernt einfach am besten von der Mama, sehe ich so. Doch wenn Hermine von ihrer Mutter spricht, schwingt immer auch Traurigkeit mit. Sie ist früh gestorben, als Hermine fast noch ein Kind war. Seitdem bewirtschaftet sie den Hof ihrer Eltern. Bis heute lebt sie hier zusammen mit ihrem älteren Bruder Lucky. Die beiden vermieten Gästezimmer. Das haben schon die Eltern so gemacht. Für das Essen heute Abend mit Gästen wird schon mal der Kamin eingeheizt. Als die Mutter starb, war Hermines Jugend jäh vorbei. Denn um den Hof zu erhalten, musste sie deren Rolle übernehmen. Bis heute ist ihre Mutter für Hermine ein großes Vorbild. Sie war sehr beliebt. Sie war sehr gastfreundlich und natürlich hat alles super bekocht auch. Und ja, es war eine harte Zeit für mich dann mit 15 Jahren eine Mutter zu verlieren und habe dann meine 3 Brüder und meinen Vater versorgt. Das hieß auch Kochen für die Männer ihrer Familie, so wie die Mutter. Brenter, wie ihn Hermine bis heute zubereitet, hat man früher nach der Feldarbeit gegessen. Kraftnahrung, reichhaltig, viele Kohlenhydrate. Die Zubereitung wie Risotto, aber mit mehr Röstaromen. Butterschmalz mag ich selber. Als erstes schmilzt Hermine Butterschmalz, dann brät sie Haferschrot darin an. Und da muss man dabei bleiben. Was furchtbar ist, wenn das Telefon geht und ich bin am Brenner rühren. Da muss ich immer schnell wieder reinrennen und zurückschalten. Und ich habe jetzt ein bisschen höher gestellt. Und der wird jetzt richtig nussig braun gebraten. Sobald sie den Haferschrot genug geröstet hat, gibt sie Brühe dazu. Das ist ja echte Fleischbrühe und das brauchen wir dann zum Aufgießen. Schwarz soll der Schrot nicht werden. Also rühren, rühren, rühren. Mmh, riecht ja richtig nussig. Prima. Hermines Mutter hat den Brenter früher oft nur mit Wasser aufgegossen, zum Sparen. Aber mit Brühe schmeckt es dann doch noch ein bisschen besser. So sollte er sein, schön nussig braun. Jetzt lässt Hermine die Brühe einkochen. Der quillt jetzt vor sich hin. Muss man halt immer wieder schauen. Wenn Flüssigkeit weggeht, dass man immer wieder was nachtut. Gell? Drüben im Wohnzimmer wird's schon gemütlich. Währenddessen hat Hermine kurz Zeit, die Gästezimmer mit frischen Handtüchern zu versorgen und ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen. Da seht ihr mich als 2-Jährige im Hühnerstall. Das war die Scheune vom Papa in Dornbirn. Hier auch meine Eltern mit dem Onkel Ludwig. Dann waren wir hier, das ist im Ellerhof, da hat mein anderer Bruder Kommunion gehabt, ganz altes Haus. Und das war auch toll, man hatte nicht viel gehabt, aber trotzdem, man hat es gefeiert, ganz groß sogar. Das ist ja natürlich wieder Hermine beim Arbeiten. Arbeit wurde für sie Lebensinhalt. Der Brenter ist jetzt fast fertig. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass er nicht ansetzt unten hat. Jetzt probieren wir mal, ob es vom Geschmack her schon geht. Da reicht sowas. Er ist noch sehr bissig, aber vom Salzgehalt später tun wir vielleicht noch was dazu. Aber sonst ist er wirklich wunderbar. So hätte den Brenter auch Hermines Mutter damals gemocht. Sie hat mir dann, bevor sie gestorben ist, hat sie mich auch mal alleine das machen lassen. Hat zwar nur geholfen, aber ich musste dann nach dem Tod der Mutter alles
aufarbeiten und auch, wie soll ich sagen, austesten, ob es so richtig ist. Ich wusste, wie das Endprodukt sein musste und da musste ich mich hinarbeiten. Gell. War nicht so einfach immer. Der Filmbrennt, da ist auch schon die Träne geflossen. Gell. Während der Brenter ruht, zeigt Hermine noch ein paar alte Fotos. Ihre Mutter, vom einen auf den anderen Tag einfach nicht mehr da. Warum bei uns? Ja? Es gibt ja viele Leute, die so alt werden. Warum muss unsere Mama so früh sterben? Gell? Die Rolle der Mutter auf dem Hof einnehmen. Zeitweise Hermines einziger Trost. Im Arbeit habe ich dann wahnsinnig viel vergessen können, gell? Und auch verdrängen aber ein bisschen. Die haben mich auch bewundert, wie ich das schaffe. Auch die Lehrer oder die Nachbarn, die Hermine macht es. Daraus zieht Hermine Kraft, bis heute, und fühlt sich ihrer Mutter noch immer nah. Und ich rede auch mit ihr manchmal, wenn ich Hilfe brauche. Zum Beispiel? Ja. Es gibt Situationen auch in unserer Familie, die sind nicht alles astrein. Und da versuche ich auch, mein Gott, Mama, was soll ich machen oder so. Gell, oder, und kriegst ja keine Antwort. Aber irgendwie fällt mir dann was ein und dann klappt es wieder. Und auch in der Küche kann die Mutter noch helfen. Löffel. Dieser Geschmack da wiederzugeben in einem Gericht, was die Mutter kocht hat. Ich war gar nicht so einfach. Aber ich versuche immer wieder ranzukommen und irgendwann klappt's und ich habe diesen Geschmack im Mund und es schmeckt dann. Dann weiß ich, jetzt habe ich es richtig gemacht. Zum Brenter fehlen jetzt noch Bratkartoffeln. Die Kartoffeln habe ich einen Tag vorher gekocht. Warm zu schälen ist wunderbar, da ist die Kartoffel super zum Schälen. Aber zum Bratkartoffeln machen ist eine kalte Kartoffel wesentlich besser. Ich hoffe, dass die Damen auch Kümmel mögen. So. Gleich sind die Gäste da. Ja, hallo, grüßt euch. Ja, hallo, grüßt euch. Die drei Allgäuerinnen haben noch nie in ihrem Leben Brenter gegessen. Auch eine Familie aus Dortmund, die gerade in einer der Ferienwohnungen wohnt, kommt runter zum Probieren. Bratkartoffeln und Brenter kommen in eine Pfanne. Dann wird mit Butter abgeschmeckt. So wie sich's gehört für reichhaltige Kraftnahrung. Jetzt servieren wir den Brenter. Kurz bitte. Und das sieht aber lecker aus. Also die Bratkartoffeln schauen schon mal gut aus. Zum Brenter gibt's klassischerweise Malzkaffee. Nein, ich trinke schwarz. Jetzt bitte sehr. So, jetzt lasst euch schmecken. Guten Appetit. Guten Appetit, danke. Und sind die Gäste zufrieden mit dem ersten Mal Brenter? Und so müssen Bratkartoffeln aussehen. Ich habe Hafer noch nie so herzhaft gegessen. Und das ist wirklich gut, hätte ich nicht gedacht. Also ich stelle mir vor, so ein Winteressen nach dem Skifahren. Mit alle aus einer Pfanne. Ein voller Erfolg. Wenn es dann schmeckt, wie es meine Mutter gekocht hat, dann denke ich schon an sie und denke auch, ich habe auch schon mit ihr geredet und gesagt, Mama, ich glaube, du wärst jetzt heute stolz auf mich, was ich alles erreicht habe. Ich glaube, dass meine Mutter das sehr gerne wollte, dass ich im Gastbereich war und ich führe das jetzt so weiter, weil es steckt in mir. In ihren Kochkursen gibt Hermine traditionelle Gerichte wie den Brenter an die nächste Generation weiter. So kann sie das Erbe ihrer Mutter lebendig halten.